Wir werden den Begriff Diffusion und Osmose noch in so vielen Fachgebieten brauchen, in der Halbleitertechnik, in sehr spannenden Geschichten, Diffusionspotenzial und so weiter. Es geht um Elektrizität immer wieder und, in der Biologie. Und deswegen nochmal schnell zum Thema Diffusion und Osmose. Es geht um die Begriffe, um die Klärung der Begriffe. Diffusion ist wegen Brownscher Molekularbewegung, siehe Link. Leute, wenn ich hier einen Link anfüge, für die, die das erste Mal hier auf meinen Kanal stoßen, dieses Video wartet hier, ihr könnt ruhig den Link anklicken, auf das Video gehen, euch da nochmal informieren, macht dann da wieder zu, kommt hier automatisch wieder zurück, gar kein Problem, ihr verpasst nichts. Also, wegen der Brownschen Molekularbewegung, diffusere oder so ähnlich, ich komme jetzt nicht so richtig drauf, ob das aus dem Griechischen oder Lateinischen kommt, heißt eigentlich ausbreiten. Das wissen wir alle, wenn wir irgendwie einfach irgendwo Wasser hinkippen, dann breitet sich das aus. Und so ist es auf atomarer, also auf Teilchenebene ganz genauso. Es geht um bewegte Teilchen, bewegliche Teilchen, also im Allgemeinen Atome, Moleküle, Elektronen, auch Neutronen. Und die können sich einfach so ausbreiten. Wenn ich also eine hohe Konzentration, jetzt sind wir bei einem zweiten Punkt, eine hohe Konzentration habe, so wie als wenn ich einen Becher Wasser hinkippe, dann ist da ganz viel, dann breitet sich das nach allen Richtungen aus. Hier habe ich das versucht mal auch räumlich darzustellen, und zwar von hoher zu niedriger Konzentration. Das ist übrigens ein ganz natürlicher Prozess, der läuft auch auf der atomaren Ebene von ganz, ganz, ganz allein ab. Auch Elektronen können das sein, das läuft von allein, da kann man nichts dran machen. Ist aber eigentlich logisch. Stellt es euch so vor, wie gleichnamige Pole stoßen sich ab. Und wenn ich ganz viele Elektronen zum Beispiel auf dem Haufen habe, dann wollen die alle sich, naja, so weit ausbreiten, dass die abstoßenden Kräfte so gering wie möglich werden. Stellt es euch so vor. Aus dem Thema bewegliche Teilchen kann man noch was anderes schließen. Das tritt also vor allem bei Gasen, auch in Flüssigkeiten auf. Nehmt einen Teebeutel, hängt ihn in den Tee und ihr seht, wie der Tee, ohne dass ihr was dazu tut, gleichmäßig braun wird und. Ne? Kennt ihr von der Brownschen Molekularbewegung, denkt an den Link. Aber auch in Plasmen, also Plasma Einzahl, Plasmen Mehrzahl, aber auch in Feststoffen. Auch da passiert das. Dann allerdings hier wieder eher im Bereich Elektronen. Brauchen wir für die Halbleitertechnik. Und zwar, dieser Prozess, so natürlich er ist, der tritt so lange, wenn man überhaupt von lange sprechen kann, auf, bis überall eine gleiche Konzentration des sich ausbreitenden Stoffes ist. Oder, wenn schon was anderes da war, bis eine völlige Durchmischung beider Teile auftritt. Nebenbei, die Konzentration von Lila ist hier 0. Hier ist ein bisschen Blau drin in diesem Feld, also werden die sich zum Schluss aufmischen, durchmischen. Das muss ich jetzt nicht aufmalen, so wollte ich sagen. Jetzt kommen wir zu dem Wort Osmose, und das ist nichts anderes als auch eine Art Diffusion, und zwar die Diffusion durch eine Membran hindurch. Das ist Osmose. Diese Membran ist semipermeabel, meistens. Es kann auch überhaupt eine Membran sein. Semi ist so wie halb gut. Semifinale, noch das Halbfinale. Semipermeabel ist also halbdurchlässig. Wenn ich mir eine Membran wie ein Sieb vorstelle, was nur ganz bestimmte Maschengrößen hat, kann man sich so vorstellen, dass zum Beispiel die blauen Moleküle hier durchpassen und die vielleicht nicht. Aber selbst wenn die durchpassen, es bleibt eine halbdurchlässige, weil dickere Moleküle passen nicht durch. Gucken wir es uns mal genauer an. Ich verzichte jetzt mal auf räumliche Darstellung. Ich habe das alles nur auf der Ebene gemacht, und zwar, man spricht davon, wenn stoffkonzentrationsmäßig hier mehr ist als da, von einem hohen chemischen Potenzial. In diesem Fall nehme ich mal als Beispiel Wasser und ich nehme mal eine Frucht. Ich habe hier viele Fruchtmoleküle, das können Zucker sein oder, ganz egal, darum geht es jetzt nicht. Ich habe hier also viele andersartige Moleküle und relativ wenig Wasser, dann ist das hohe chemische Potenzial für Wasser hier wesentlich höher als da. Deswegen habe ich es auch so dünn geschrieben. Und wenn ich hier eine semipermeable Membran habe, dann wird dieses Wasser aufgrund des hohen chemischen Potenzials hier hindurch diffundieren. Also nichts weiter. Das ist eine Diffusion. Ne? Versuchen die verschiedenen Konzentrationen auszugleichen. Aber dadurch, dass es eben durch eine im Allgemeinen halb durchlässige, semipermeable Membran geht,
sagt man Osmose dazu. Jetzt noch was Interessantes. Damals habe ich mich im Bio, ach, dachte ich, was soll der ganze Käse, aber ich habe mich erinnert, wenn Kirschen aufplatzen, weil sie dem Regen ausgesetzt wurden, dann ist das komischerweise ein osmotischer Prozess gewesen. Wasser kommt von außen auf die Kirsche, hier ist mehr Frucht und Kram und sonst was als Wasser drin, also dringt dieses Wasser durch die Kirschenhaut ein. Und wenn hier plötzlich mehr Wasser als vorher ist, ja, dann erhöht sich auch der Druck und die Kirsche platzt auf. Lustig. Traurig für die Kirschenbauern und für die, die keine aufgeplatzten Kirschen mögen. Aber es ist nichts Schlimmes, es waren keine bösen Tiere, sondern man kann die ruhig essen. Gut, ich hoffe, dass ich nochmal zur Begriffsklärung beigetragen habe, weil wir brauchen das dann in nächsten Unterrichtseinheiten und Vorlesungen und was auch immer. Das ist wichtig. Bringt es euch ein, braucht man. Und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Gut, das ist das, was ich wollte. Also nicht den Spaß, sondern dass ihr es verstanden habt. Macht's gut, tschüss.